Theo läuft weg. Das hört sich an, als wenn du hier eine Party feiern würdest. Nein, du irrst dich. Das bin ich nicht. Haben die sich da unten vielleicht einen Elefanten gekauft? Was meinst du? Würdest du das Monster bitten, etwas leiser zu sein? Wir verstehen nämlich unser eigenes Wort nicht mehr. Das war das Mama-Monster, das dir sagt, dass du leiser sein sollst. Hier könnte übrigens mal wieder aufgeräumt werden. Aber Monster mögen Unordnung, Mama. Nein, Theo, du wirst hier bitte aufräumen. Hey, weißt du was, Puck? Wir laufen weg. Papa! Hallo, Theo. Du hast aber ganz schön viel Krach in deinem Zimmer gemacht. So machen Monster das eben. Sie mögen Chaos sehr gern. Und dieses Monster wird jetzt irgendwo hingehen, wo es wie ein richtiges Monster leben kann. Und darum laufe ich weg. Oh, wir werden dich sehr vermissen. Aber du solltest allen auf Wiedersehen sagen, bevor du uns verlässt. Du hast doch wohl nicht etwa vor, wegzulaufen, ohne dich zu verabschieden. Ja, das ist wahr. Das geht nicht. Hallo, mein Junge. Das ist aber lieb, dass du mich besuchst. Komm rein. Also weißt du, ich werde weglaufen und wollte dir auf Wiedersehen sagen. Ach so, du willst uns also verlassen? Na, da hast du dir aber ganz schön was vorgenommen. Ich hoffe, dass du ein oder zwei Dinge mit auf deine Reise nehmen wirst, damit du uns nicht vergisst. Ach, warte mal einen Moment. Ich suche nur schnell meinen Lippenstift. Hier. Das soll dich stets an mich erinnern, wo auch immer du gerade sein magst. Danke, das ist sehr lieb. Ich gehe jetzt. Warte. Also auf Wiedersehen, mein Junge. Und du machst auch gut. Du, Oma? Na, was gibt es denn, Theo? Mama hat gesagt, dass ich zu viel Krach mache. Und darum werde ich weglaufen. Ich wollte dir nur auf Wiedersehen sagen. Oh, ich werde dich ganz sicher sehr vermissen. Aber wenn du dir das vorgenommen hast... Du musst aber unbedingt etwas zu essen mitnehmen. Du wirst sicher Hunger kriegen. Wollen wir nicht noch ein paar Schokoladenkekse für die Reise backen? Ich sollte jetzt aber wirklich losgehen. Naja, also ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Ich könnte noch hierbleiben. Gut, schütte die Schokostückchen da rein und dann musst du umrühren. Tolle Reaktion, Oma. Danke. Weiß dein Opa schon Bescheid? Nein, noch nicht. Von ihm musst du dich aber auch noch verabschieden. Er wird dich wirklich sehr vermissen. Und mir wirst du auch fehlen. Geh und sag allen auf Wiedersehen und in der Zwischenzeit sind die Kekse dann fertig.
Du willst also von zu Hause weglaufen. Aber hier wird es ohne dich nicht mehr dasselbe sein. Suchen wir mal ein paar Dinge zusammen, die du mitnehmen kannst. Was denn für Dinge? Oh. Sei vorsichtig, Opa. Tja, ich mache hier ganz schön viel Radau, nicht wahr, mein Junge? Aber längst nicht so viel wie ich vorhin. Ah, hier ist er ja, mein alter Rucksack. Das Ding hatte ich schon, als ich so alt war wie du. Puh, der riecht aber merkwürdig. Ja, den habe ich immer zum Angeln mitgenommen. Mein alter Kompass. Den wirst du sicher gut gebrauchen können. Wow! Also, das ist Norden und das ist Süden. Und wenn du nach Hause willst, dann musst du einfach nur der Kompassnadel folgen. Naja, also natürlich nur dann, wenn du wieder nach Hause kommen möchtest. Aha, meine treue Taschenlampe. Die brauchst du ganz sicher, wenn es dunkel wird und du einen Platz zum Schlafen suchst. Ein Platz zum Schlafen? Und da wir gerade vom Schlafen sprechen, tada, das ist meine treue Hängematte. Ach, die ist absolut perfekt für ein Schläfchen. Naja, vielleicht auch nicht. So wie es aussieht. So, ich habe dir Schokoladenkekse eingepackt. Die kannst du alle mitnehmen. Super. Auf Wiedersehen, Oma. Auf Wiedersehen, Opa! Ich gehe dann. Bis bald. Mach's gut, Theo. Und pass auf dich auf. Wir werden dich vermissen. Naja, also ich, okay. Wiedersehen. Park, in welche Richtung sollen wir gehen? Ja, zu Hause ist Richtung Süden. So wie Opa gesagt hat. Theo! Oh, guten Tag, Elsie. Was hast du denn vor? Ich versuch, nicht gerade für eine Richtung zu entscheiden. Aha, und warum? Weil ich weglaufen will. Und deswegen schaue ich auf meinen Kompass. Was? Du willst weglaufen? Wissen deine Eltern Bescheid? Yep. Sie finden, dass ich einfach viel zu viel Lärm mache. Deswegen will ich weg. Sehr weit bist du ja nicht gekommen. Noch nicht. Ich wollte nur einen von Omas Schokoladenkeksen essen, bevor ich gehe. Willst du einen? Oh ja, furchtbar gern. Sieh mal, es wird bald dunkel. Hey, du hast doch nicht etwa Angst, oder? Was, Angst? Natürlich nicht. Ich kann nicht nach Hause gehen. Mein Zimmer ist noch ganz chaotisch. Willst du denn weiterhin so einen Lärm machen? Nein. Na, dann helfe ich dir einfach beim Aufräumen. Also, das ist eine gute Idee. Ja? Hey, Theo! Da bist du ja wieder. Ja, genau. Und das gestreifte, mächtige Monster vom Planeten Garg auch. Wow! Danke, dass ich hier sein durfte. Wir wussten gar nichts davon. Ja. Theo, ich bin froh, dass du nicht weggelaufen bist. Ja, das bin ich auch. Ach, das war wirklich ein ganz fantastisches Essen. Vielen Dank. Theo, was hättest du denn gegessen, wenn du doch weggeblieben wärst? Natürlich ein paar von Omas Schokokeksen. Ja, und dann noch Steine. Monster essen Steine nämlich furchtbar gern. Ja.
Zeo, der Bergsteiger. Zeo, was machst du da? Ich trainiere. Und wofür? Na, fürs Bergsteigen. Ich habe nämlich beschlossen, Bergsteiger zu werden, wenn ich mal groß bin. Du wolltest doch Astronaut werden. Ja, na und? Das war gestern. Und vorgestern hast du gesagt, dass du LKW-Fahrer werden willst. Naja, wie gesagt, das war gestern. Heute muss ich als angehender Bergsteiger gegen Sturm und eiskalten Wind ankämpfen. Aber es ist doch gar nicht kalt. Wir haben tolles Wetter. Ja, aber... Und außerdem gibt's hier überhaupt keine Berge. Eines Tages vielleicht schon. Bis bald. Wiedersehen, Elzi. Wir sehen uns morgen. Hallo, Zeo. Wie war's in der Schule? Ich glaub, ganz gut. Was hast du denn, mein Kleiner? Ich frag mich, wie ich jemals Bergsteiger werden soll, wenn es überhaupt keine Berge gibt, auf denen ich üben kann, Oma. Aber hast du nicht gesagt, dass du Astronaut werden willst? Ach, das war gestern. Jetzt will ich Bergsteiger werden. Weißt du was? Als ich noch ein kleines bisschen jünger war, da bin ich auch furchtbar gern geklettert und ich... Ja, auf ein, zwei Hügel, die auch nicht besonders hoch waren. Nein, auch auf einem Berg. Ach ja, wirklich? Wo denn? Oh, na ja, ich war hier und dort, weißt du? Dein Großvater hat schon so manchen Gipfel erklommen. Und einmal, da habe ich einen ganz abscheulichen Yeti getroffen. Wow! Das ist ja toll. Aber was ist denn ein ganz abscheußlicher Yeti? Na ja, die Yetis sieht man nur selten. Sie leben in den Bergen des Himalaya. Da, wo der Mount Everest ist? Ja, genau. Und sie sind riesig und am ganzen Körper mit dickem weißem Fell bedeckt. Sie sehen ein bisschen aus wie große Menschen. Hey, das ist ja Wahnsinn. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so einen jemals zu sehen bekomme. Also, ich glaube schon, dass das möglich ist. Wir müssen einfach nur die Augen offen halten. Heißt das, dass wir beide klettern gehen? Ja, wir beide klettern im Haus ganz nach oben. Holen wir uns die Ausrüstung. Also, wir brauchen eine richtige Bergsteigerausrüstung. Ach, wo ist denn... Oh, du meine Güte. Aha, sieh mal eine Fahne. Die werden wir beide hissen, wenn wir auf dem Berggipfel sind. Dann weiß jeder, dass wir als Erste dort waren. Ja, ja, die brauchen wir. Und hier ist ein Seil. Bergsteiger müssen sich mit Seilen absichern, um nicht hinabzustürzen. Ja, es ist gefährlich, auf einen Berg zu steigen. Ja, ich weiß, weil wir auf einen dieser abscheußlichen Yetis treffen könnten. Entschuldige, Puck. So, haben wir denn auch alles? Seile? Ja. Zelt und die Schlafsäcke? Ja, wir sind doch schon alles durchgegangen. Haben wir denn auch die Eispickel? Ja, na klar. Ach ja, wir dürfen aber nicht vergessen... Oh. Du darfst nicht so hektisch sein. Helme, die brauchen wir unbedingt, um uns vor herunterfallenden Felsbrocken zu schützen. Puck braucht aber auch einen Helm. Perfekt. Gut, dann wären wir soweit. Vorwärts und aufwärts. Ja, vorwärts und aufwärts. Es geht los. Hier ist das erste Basislager. Okay, wollen wir dann hier unser Lager aufschlagen? Nein, nein, dafür ist es noch zu früh. Wir müssen noch ein bisschen höher hinauf. Genau, ein ganz abscheußlicher Yeti könnte hinter der nächsten Ecke auf uns lauern. Keine Sorge, Puck, du brauchst überhaupt keine Angst zu haben.
Ich glaube, jetzt wird es ganz schön knifflig. Tja, es sei denn, genau, wir hangeln uns einfach hier hoch. Und dann werden wir unsere Fahne hissen, wie geplant. Vorwärts und aufwärts, na los! Hörst du das auch? Das klingt wie einer dieser abscheußlichen Yetis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Yetis in der Lage sind zu pfeifen. Gut, das beruhigt mich. Hm? Oh, entschuldige. Ist das so richtig? Ja, so ist es richtig. Ja, ja, genau. Und weiter geht's. Nanu, was macht ihr beide da? Psst, ich höre einen abscheußlichen Yeti. Ja, hört sich an wie ein Yeti. Oh. Hallo, mein Liebling. Wir sind es doch nur. Ja, das sehe ich. Und was macht ihr beide da? Was ganz Tolles. Wir steigen auf einen Berg. Und wir wollen es bis ganz nach oben schaffen. Aber jetzt machen wir zwei erstmal eine kleine Pause. Wir haben hier unser Lager aufgeschlagen. Ach so, ihr steigt auf einen Berg. Davon kriegt man doch bestimmt großen Hunger. Na, ein Stück Kuchen, damit ihr durchhaltet. Die Idee ist einfach super. Vielen, vielen Dank für den Kuchen, liebe Yeti-Oma. Wir beide müssen jetzt noch weiter, denn wir wollen noch unsere Fahne auf den Gipfel hissen. Fertig? Oh nein, unser Zelt! Ohne unser Zelt können wir nicht weitergehen. Hm? Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Wir müssen noch weiter. Der Berg ruft. Du hast recht. Vorwärts und aufwärts. Ich bin direkt hinter dir. Puh. Immer schön weiter. Du musst durchhalten. Jetzt ist es nur noch ein Schritt. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es bis ganz nach oben geschafft. Tada! Ein dreifaches Hoch auf uns Bergsteiger. Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Bist du das, Theo? Hm? Was ist denn hier passiert? Das sieht hier nach Einbrechern aus. Ich rufe die Polizei an. Nein, das ist völlig unnötig. Ich habe eher das Gefühl, dass das hier was mit Theo zu tun hat. Aha. Na, das ist ja bewundernswert. Ihr besteigt also einen Berg? Ja, Uroma. Und wir haben es bis ganz nach oben geschafft. Obwohl wir eine abscheußliche Yeti-Oma getroffen haben. Nicht zu fassen. Ich finde, dass ihr beide unglaublich tapfer seid. Und darum habt ihr euch einen dicken Schmatzer verdient. Theo? Mama? Mama! Theo, was machst du denn nun schon wieder? Naja, du weißt doch, dass ich mal Astronaut werden wollte. Aber ich hab's mir anders überlegt. Ich möchte von jetzt an Bergsteiger werden. Und Opa hat mir vorhin... Opa? Ich hoffe, du hast dir nicht wehgetan. Nur ein kleines Bergsteigerproblem. Du bist ein Scherzkeks. So, du willst also Bergsteiger werden, wenn du groß bist, ja? Naja, ich bin mir nicht mehr so sicher. Man muss hier so furchtbar viel aufräumen, wenn man dann wieder vom Berg runtergekommen ist. Ja, ich habe meine Meinung geändert. Ich habe eine viel bessere Idee. Ich werde Tiefseetaucher. Das möchte ich nicht. Das sollte doch nur ein Scherz sein. Du bist schon ein Witzbold. Theo geht zelten. Fabel 1.
uns an Stützpunkt. Ich verlasse jetzt Sektor 7. Ich bin auf dem Weg zum Planeten Zoe, um uns Vorräte zu holen. Theo? Den solltest du mitnehmen. Oh! Danke, Mama. Fargol 1, ein Stützpunkt. Wurde soeben mit einem Astronautenhelm ausgestattet. Schönen guten Tag, Theo. Na, was kann ich denn heute für dich tun? Ich habe eine Liste dabei. Ups, Sekunde. Die ist in meinem Astronautenhelm. Ich muss nämlich unbedingt ein bisschen Proviant einkaufen, Mr. Zoe. Ich gehe zelten, müssen Sie wissen. Zelten? Wow. Und? Ja, und was bedeutet das? Was ist denn Prokant? Nein, das heißt Proviant. So nennt man das Essen, das man mitnimmt, wenn man zelten geht. Verstehst du? Ist doch richtig, oder? Ja, ja, Mr. Zoe, genau. Wissen Sie, mein Opa hat ein super Zelt in seiner Garage und ich werde damit campen. Also ich brauche jetzt... Jemanden, der mit dir zum Camping geht, oder? Das geht nicht, Zack. Ich hab schon jemanden, der mit mir zum Camping geht, und zwar Elsie. Aber ich könnte doch mit euch mitkommen, Theo. Tja, weißt du, also irgendwie... Naja, vielleicht wirst du ein andermal mitkommen, Zack, wenn du ein bisschen älter bist. Oh, aber ich bin ein sehr, sehr guter Zelterer, das kannst du mir glauben. So, mein Junge, was brauchst du denn alles? Brot, Butter, 1 Liter Milch für Uroma, eine Büchse Sardinen, ein bisschen Käse, Senf, eine Banane und noch ein paar Sachen. Langsam, langsam, eins nach dem anderen. Hallo, Mama. Hallo, Theo. Was ist los? Warum hast du es denn so eilig? Ich habe alles eingekauft, aber ich habe keine Zeit mehr. Ich gehe mit Elsie zelten. Was? Wie bitte? Das ist sehr schön, Theo. Wir können jetzt zelten gehen. Ich wäre dann soweit. Ich muss erst noch die Bügelwäsche fertig machen. Dann können wir gehen. Kann ich dir helfen? Dann geht's noch schneller. Nein, das muss ich allein machen, Theo. Ja. Das war ja ganz schön schnell. Wow. Und gehen wir denn nun zelten oder gehen wir... Zelten! Ja! So, das Wichtigste zuerst. Wir brauchen jetzt erstmal mein Zelt. Gut, okay. Ich suche auf dieser Seite. Hier ist es nicht. Na also, hier ist es doch. Pock! Wunderbare Zeiten erlebt mein Zelt und ich. Und wie kriegt man diese Stäbe zusammen? Na so. Und dann müssen wir noch einen oben drauf stecken. Ihr haltet das fest und ich... Oh, oh, oh. Oh, ach du meine Güte. Ich hatte den Aufbau viel leichter in Erinnerung. Gut, und nun einfach drüber ziehen. Ach, das erinnert mich an alte Zeiten. Ich weiß noch, wie ich mal im tiefsten Afrika gezeltet habe. Was? In Afrika? Wann? Oh... Also, das ist schon sehr lange her. Ich war damals auf einer Expedition im tiefsten und dunkelsten Teil des Dschungels. Und zwar genau mit diesem Zelt. Und eines Nachts wurde ich plötzlich von wilden, grimmigen Tieren umzingelt.
was für wilde, grimmige Tiere waren das? Ach, du weißt schon, die üblichen wilden und grimmigen mit großen Zähnen. Und, was ist dann passiert? Sie haben mich verschlungen mit allem Drum und Dran. Ach, Opa! Nein, nein, das war Unsinn. Also, ihr müsst bei wilden Tieren immer daran denken, dass sie normalerweise vor euch genauso viel Angst haben wie ihr vor ihnen. Und als sie mich umzingelt hatten, habe ich ihnen einfach einen Schreck eingejagt. Und zwar so. So muss man eben mit wilden Tieren umgehen. Jetzt wollen wir aber zelten, Opa. Hey, Opa! Na, wie findet ihr denn unser Zelt? Es sieht toll aus. Oh nein, wir haben ja was Wichtiges vergessen. Na, den Proviant. Wenn man nichts zu essen dabei hat, dann ist es auch kein richtiger Ausflug. Da hast du vollkommen recht. Wisst ihr was? Ihr richtet hier schon mal alles ein und ich gehe schnell den Proviant holen. Ist gut, das machen wir. Und dass ihr ja die Augen offen haltet, vielleicht seht ihr ja ein paar wilde Tiere. Alles klar. Beim Campen kann man nie vorsichtig genug sein. Aha, na das ist ja mal eine Überraschung. Machst du heute etwa das Abendessen? Nein, nein. Ich mache nur für uns Camper ein paar Brote. Ja, ja, das dachte ich mir schon. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Also mal sehen, was könnte ich drauf tun? Hm? Hallo, schönen guten Tag, mein Junge. Hallo. Ich wollte das hier nur vorbeibringen. Theo hat die Sardinen vergessen. Das ist aber sehr nett, dass du sie gebracht hast. Damit hast du ein kleines Problem gelöst. Ja, hab ich das? Ja, ich habe nämlich gerade überlegt, womit ich die Brote für die Camper belegen soll. Hm? Ach so, Theo ist also gerade draußen beim Zelten. Ja, genau. Er ist hinten im Garten. Hm. Hm? Na, komm doch rein. Theo, hat denn dein Opa wirklich in Afrika gezeltet? Das weiß ich auch nicht. Aber ein paar wilde Tiere sind ihm sicher über den Weg gelaufen. Ja, bestimmt ganz große. Mit riesengroßen Zähnen und mit furchtbar großen Klauen und... Hm? Was war denn das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ach, wahrscheinlich gar nichts. Theo, weißt du noch, was dein Opa gesagt hat? Dass wir wegen der wilden Tiere aufpassen müssen. Ja. Aber hier gibt es doch gar nicht so viele wilde Tiere, oder? Ich? Ja, ja, genau. Das glaube ich auch. Oh nein, ein wildes großes Tier. Wir werden es genauso machen wie mein Opa. Wir beide werden es jetzt einfach verscheuchen. Wie denn? Du weißt doch, was mein Opa gesagt hat. Er hat gesagt, die wilden Tiere haben vor uns genauso viel Angst wie wir vor ihnen. Schon vergessen? Bist du dir ganz sicher? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Wir werden es einfach anbrüllen. Ungefähr so? Ah. Ich dachte mehr so. Oh, Opa. Oh. Und Zack ist auch da. Hallo. Was sollte denn das hier eben? Entschuldige bitte, Opa. Wir haben gedacht, dass ihr ein großes, wildes Tier seid. Ach, wir doch nicht. Wir zwei Hübschen sind weder groß noch wild. Nein, sind wir nicht. Wir wollten euch nur was zu essen für euer Zeltlager bringen. Hier. Theo, eine Frage. Macht Camping richtig großen Spaß? Ja, und wie? Und vor allem das mit den großen, wilden Tieren. Zack, ich habe auch eine Frage. Hättest du nicht vielleicht Lust, mit uns hier zu campen? Yippie, juhu! Ob ich Lust hätte? Ja, na klar habe ich. Oh, oh, oh. Ich muss meinem Vater schnell Bescheid sagen. Ich werde ihm Bescheid sagen. Ich gehe gleich rüber. Und du bleibst hier und zeltest. Ja, ich bleib hier und zelte. Das macht Spaß. Juhu! Ich find's toll zu zelten. Ja, ich auch. Es gibt nur eins, was ich daran nicht mag. Hä? Was denn? Sardinenbrote!